Okay, also jetzt sitze ich hier wieder ein bisschen früh, 2 Stunden, und warte, bis das Flugzeug vorbeikommt und ich wieder nach Hause fliegen kann. Aber ich dachte mir, weil es hier so leer ist, kein Mensch da, ich bin die Einzige, mache ich mal so ein Feedback, wie ich das Ganze fand, was mir gefallen hat. Ja, let's go. Also im Großen und Ganzen fand ich die Stadt sehr schön. Also ja, Amsterdam ist voll sehenswert. Es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, so eine Mischung aus Paris und vielleicht auch sogar Kopenhagen. Das kam mir auch ein bisschen ähnlich vor. Und die Leute sind sehr nett, sind sehr hilfreich. Kommt sofort ins Gespräch mit einem, was mir sehr gut gefallen hat. Dann, was war noch gewesen? Das Essen war immer sehr fettig. Also alles, was ich vegan gegessen habe, war sehr fettig. Heute habe ich wieder Pommes gegessen, die waren auch ein bisschen fettig. War natürlich nicht so günstig. Aber was soll's? Musste ich jetzt durch, also habe ich mir ganz viel Fett reingeschoben. Aber es hat nicht schlecht geschmeckt, ne? Also die Sachen waren schon lecker, nur halt fettig. Heute halt Pommes wieder, gestern waren es glaube ich auch Pommes gewesen, nicht? Ja, an der See war, die See war super, also es war sehr schön gewesen. Da blühe ich immer auf, wenn irgendwie Meereswasser, wenn es nach Fisch ein bisschen riecht und so weiter. Also Seestrand, das gefällt mir sehr gut. Die Sonne blendet mich jetzt. Aber egal. Das Hotel hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem dieser Fitnessbereich und auch die Sauna. Die hat mir, also gestern war ich noch in der Sauna. Da war mir gestern irgendwie übel gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss mich früh ins Bett legen nach der Sauna gleich. Habe sie eigentlich nicht so richtig genießen können, aber es hat mir auch sehr gut gefallen. Was mir gar nicht gefallen hat, war diese Aircondition. Das hatte ich auch noch nie gehabt mit so einem Aircondition. Also ja, mit so einem Airconditioner statt halt, dass man die Fenster öffnen konnte. Also ich buche auf keinen Fall in ein Hotel, wo man die Fenster nicht aufmachen kann. Es war heiß und stickig und trocken. Auch fand ich jetzt, also die Leute an sich waren immer sehr, sehr lieb und höflich, so die Locals. Aber so, wenn irgendwie Dienstleistung war, obwohl nicht alle, also da, wo ich vegan gegessen habe, waren die voll nett. Aber sonst im Hotel waren die überhaupt nicht nett gewesen. Also nicht freundlich richtig, also schon freundlich, aber so nicht überschwänglich freundlich, so normal. Ja, was waren sie? Also es hat mir nicht so gefallen. Aber ansonsten, ja, so die Locals, wenn man so mit den Leuten Gespräch kam, die waren immer sehr hilfsbereit und freundlich und die haben auch voll gelächelt. Aber halt in dem Hotel, da habe ich gelächelt, nicht die. Was war noch? Das Essen war sehr gut, wie ja schon gesagt, war halt fertig. Ja, das Dumme ist, dieses Anne Frankhaus konnte ich nicht sehen und auch die Van Gogh. Das Van Gogh Museum, da muss man echt im Voraus buchen. Aber ist egal, ist jetzt nicht so schlimm, dass ich das nicht buchen konnte. Vielleicht komme ich auch nochmal nach Amsterdam. Wie gesagt, irgendwie Strandurlaub kombiniert mit Rotterdam und Den Haag vielleicht und ab und zu mal auch nach Amsterdam reinlucken, vor allem den Keukenhof noch gut. Aber so jetzt, dass ich nicht alles sehen konnte, war jetzt auch nicht. Ich habe schon einiges gesehen, die 4 Tage. Ja, also um so einen Eindruck zu bekommen. Beim nächsten Mal würde ich wirklich, es gibt hier auch Wochenmärkte. Die Wochenmärkte sind echt, also
Das habe ich auch noch nie gesehen. Die haben wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Auf den Wochenmärkten, man kriegt da alles von, keine Ahnung, handwerklichem Zeug bis zum Essen. Und die haben auch Supermärkte, auch Lidl und so. Also muss man halt ein bisschen gucken, wo die sind. Die sind nicht überall, ne? Aber es gibt sie und die sind dann auch nicht so teuer. Und jetzt weiß ich auch, wie das mit den Tickets läuft für Bahn und Bus. Das ist, wenn man da Bescheid weiß, ist das jetzt auch nicht gravierend teuer. So, jetzt zurückgefahren bin ich 15 Minuten nicht mehr oder 5 Minuten, ich weiß nicht mehr, zum Flughafen für 4,30 €. Ist jetzt nicht so teuer. Am Anfang hatte ich ja irgendwie für 3 Tage 40 Euro gebucht. Und in der Stadt gibt es wieder irgendwie so ein anderes Ticket, was noch günstiger ist. Aber egal, heute habe ich auch mir nochmal 9 Euro gegeben. Ich meine, ich fahre hier nicht 10.000 Mal im Jahr. Da kann ich das schon mal ausgeben, die 9 Euro. Ich habe so ungefähr über 200 Euro, bestimmt 250 Euro jetzt für die 4 Tage ausgegeben. Essen und alles Mögliche. Das finde ich schon viel. Also auch das Hotel. Das hat mich ja irgendwie 700 Euro gekostet. Was jetzt, wo ich jetzt, vielleicht war das auch Last Minute, keine Ahnung, für 533 gesehen habe. Das war natürlich günstiger. Aber das ist jetzt auch nicht so Katastrophe, ist nochmal passiert. Muss man halt bei Booking.com war es halt günstiger. Und dieses Olympic Hotel habe ich vorher irgendwie nicht bei Booking.com gefunden, sonst hätte ich es darüber gebucht. Nicht gefunden oder vielleicht war es auch genauso teuer zu der Zeit, ich weiß es nicht. Ja, und ansonsten mit den Fahrradfahrern, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht umgepustet wird. Die fahren auch zum Teil sehr, sehr schnell. Und auch wenn man die Straße überquert, diese Ampeln, da muss man einfach rüberrennen eigentlich. Und dann schafft man alle Ampeln. Und dieses dann tück, 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 tück. Ich meine, für jemanden, der nicht sehen kann, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Der hört dann, dass die Ampel gleich umschaltet. Wahrscheinlich ist es auch deshalb. Aber so macht es schon ein bisschen einen nervös. Und dann merkt man, dass es dann langsamer geht und dann muss man schon rüberrennen. Also wenn ich, ups, wenn ich ja, älter wäre, dann hätte ich schon, glaube ich, Probleme, wenn man gebrechlicher wird, so über eine Straße zu kommen. Es geht ganz schön ratzfatz hier. Ja. Und ansonsten erholt habe ich mich, glaube ich, schon, außer jetzt gestern, dass es mir schlecht war. Ich glaube, das waren schon die Küchlein, die waren ein bisschen viel gewesen, glaube ich. Da hat die Frau recht. Und ansonsten, das Meer hat mir sehr gefallen, das Museum. Das fand ich schon ein bisschen, naja, so abgesehen die zwei, drei Sachen, fand ich das Museum ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Hat mir jetzt das nicht so gegeben, aber das erste, das Momo oder Moko hieß das, das fand ich ganz toll. Das war mal irgendwie mal was anderes. Und das Reis fand ich jetzt nicht so gut. Das Moko hatte ich ja am ersten Tag gesehen. Und ja, am zweiten Tag war das Reis, glaube ich. Und da bin ich halt nur noch rumgelaufen. Da habe ich auch ein bisschen, ja, nicht groß was erlebt. Aber es hat eigentlich ausgereicht. Und am dritten Tag war ja die Seeluft und am vierten Tag heute. Und das waren die restlichen Sachen, die ich so erlebt habe. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Rundumpaket von Amsterdam und von den Niederlanden bekommen. Nur es gibt echt keiner, ganz wenig. Heute hat nur einer nicht Englisch gekonnt. Das sind, glaube ich, so ganz ältere. Aber mit dem konnte ich mich auch verständigen. Die sind voll freundlich, wie gesagt, die Locals. Die helfen voll gerne. Mit Englisch kommt man gut klar. Ob die jetzt alle Deutsch wissen, weiß ich nicht. Ich habe immer auf Englisch gesprochen. Ja. Und das war's eigentlich. Und das ist hier kulturell eine große Vielfalt, finde ich. Die sind handwerklich ganz begabt. Die haben ganz viele Sachen. Stehen die auf die Beine. Ja, ist voll inspirierend. Auch die Häuser, die fand ich schon sehr inspirierend. Genau.
Okay, dann höre ich mal jetzt auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.